Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Channel. Und heute dreht sich alles um diese Flasche hier von AirUp. Und ja, ich benutze die ja schon seit einiger Zeit und nun haben mich wirklich einige die ganze Zeit gelöchert mit Fragen, ob das wirklich funktioniert. Und deshalb zeige ich euch das jetzt hier mal auf YouTube und erkläre euch dazu mal ein bisschen was. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, ich glaube, einige haben schon diesen Hype um AirUp mitbekommen auf Instagram. Wenn nicht, dann hier einmal eine kurze Erklärung. Ihr seht, das ist hier eine ganz normale Flasche, wo halt AirUp draufsteht. Genau, aber der Clou bei dem Ganzen ist... Ich muss kurz abmachen. Dieser Pot hier, den ihr da eben oben drauf gesehen habt. Denn das Ganze ist so, dass ihr hier Wasser reinfüllt. Dann packt ihr einen Pot oben drauf. Da gibt es eine spezielle Anleitung. Werdet ihr auch sonst mal auf Instagram sehen, aber wird auch euch auch mitgeschickt. So, und jetzt seht ihr, der ist so ein bisschen rausgedrückt. Also wenn ich ihn jetzt reinfahren würde, dann wäre das so. Und wenn ich ihn wieder rausfahre, dann habt ihr es ja eben gesehen, dann ist es weit oben. So, und ich habe jetzt hier, wie ihr erkennen könnt, ist es rot, der Duftpott. Das heißt, ich habe den Geschmack Kirsche. Den hier. Und ja, ihr wisst, da drin ist nur Wasser. Aber wenn ihr jetzt trinkt, dann schmeckt ihr Kirsche. Und das finde ich einfach super cool. Denn ihr trinkt sozusagen was Gesundes, weil Wasser ist gesund, mit das Gesündeste überhaupt. Aber ihr werdet halt sozusagen ein bisschen veräppelt und trinkt Kirschwasser. Also euer Gehirn denkt, ihr trinkt Kirschwasser, was ihr aber halt nicht tut, sondern ihr trinkt nur Wasser. Und das Ganze ist halt, weil dieser Pott hier ist ein Duftpott und wenn ihr trinkt, dann riecht ihr auch gleichzeitig und ja, euer Gehirn denkt dann, das ist Kirsche. Genau. Das ist eigentlich ein super einfaches Prinzip, aber ich finde diese Idee dahinter einfach super cool und was das Startup da jetzt mittlerweile so aufgebaut hat. Und mittlerweile haben die auch richtig coole Sorten. Ich habe mir jetzt die Duftpots auch selber gekauft, möchte ich dazu sagen. Die Flasche habe ich mal durch eine andere Kooperation dazu bekommen. Ja, ich weiß gar nicht, wie teuer die ist. Ich glaube, das Starter-Set mit ein paar Duftpots dazu, ich glaube 6 oder 7 Duftpots kostet 30 Euro, lasst mich nicht lügen. So ein Duftpot hält im Durchschnitt für ca. 5 Liter Wasser. Das ist eine 650 Milliliter Flasche. Ich persönlich kann den ein oder anderen Duftpot auch noch länger benutzen. Also ich finde, Kirsche ist recht intensiv und ich habe den jetzt hier, glaube ich, ich bin da jetzt bei 6 Liter, also, und er riecht immer noch. Da müsst ihr wirklich ein bisschen drauf schauen. Ich würde es immer so lange benutzen, bis man nichts mehr riecht. Der ein oder andere Duft, wie gesagt, hält länger. So, ich stelle euch jetzt mal die Sachen, die Duftpots vor, die ich mir noch bestellt habe, selbst gekauft. Ja, wie gesagt, Kirsche. Schmeckt gut. Manchmal im ersten Moment, man muss sich anfangs dran gewöhnen, schmeckt so ein bisschen anfangs wie so Kaugummi-Kirsche. Aber ich finde es irgendwie jetzt auf Dauer mittlerweile ganz schön gut. Also ja. Übrigens habt ihr in jeder so einer Packung hier 3 Duftpots drin. Und ihr könnt die online bei denen immer im 6er-Pack nur kaufen. Also ihr würdet dann 2 von diesen hier bekommen. Auch da, falls ihr einen Code sucht, müsst ihr mal bei denen schauen. Ich habe leider keinen Code für euch. Deshalb, ja. So, dann mein absoluter Favorit ist Pfirsich. Pfirsich geht einfach immer, schmeckt immer super und ja, das erinnert mich so ein bisschen manchmal an Eistee, wenn ihr hier noch ein bisschen hier Eis mit zu packt, Crushed Eis oder Eiswürfel oder so, dann ist das wirklich, ja, Eistee-mäßig. Dann Spekulatius. Spekulatius kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das mit Mandelmilch oder meinetwegen auch normaler Milch trinkt, weil dann schmeckt das einfach super krass wie Kakao mit Spekulatius-Geschmack. Das ist
richtig krass. Also am besten einfach hier Mandelmilch, Cashewmilch, irgendeine Milch reinfüllen, Duftpaar drauf und dann habt ihr wirklich so diesen Schokoladen-Spekulatius-Geschmack. Das ist einfach super lecker. Ja, dann auch recht erfrischend, Orange Maracuja. Der hält auch recht lange. Ja, also den hatte ich, glaube ich, auch einmal für 7 oder 8 Liter einen Duftpott. Ja, genau. Und dann der letzte, Himbeer-Zitrone. Hatte ich bisher nur ein einziges Mal, habe ich noch nicht danach noch mal probiert. Aber hat mir das eine Mal auch geschmeckt, deswegen habe ich es mir auch wieder bestellt. Ja, also, das ist einmal nur ein kurzes Erklärvideo und meine Empfehlung ist auf jeden Fall Air Up. Denn bei mir funktioniert es auf jeden Fall. Es funktioniert natürlich nur bei euch, wenn ihr die Nase frei habt. Also mein Freund zum Beispiel, der hat eine Nasennebenhöhlenentzündung chronisch. Er schmeckt halt nichts, weil er nichts riechen kann. Also der riecht halt generell nichts. Und wenn ihr krank seid oder so, dann riecht er es halt auch nicht. Also wenn ihr mal Schnupfen habt oder so, dann schmeckt er auch nur Wasser. Aber sobald eure Nase wieder frei ist und ihr auch andere Sachen riechen könnt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Meine Mutter hat es auch ausprobiert. Die war auch total baff. So, hey, das funktioniert ja wirklich. Deshalb, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Vor allem, wenn ihr sagt, euch fällt es schwer, so Wasser normal zu trinken, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja, etwas gesünder zu starten. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like hier und ja, schaut gerne auch auf Instagram und auf meinem Blog vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!